Grusel entsteht durch Nichtwissen. Das Buch ist auch brandaktuell. Das ist so perfekt. Ich hatte Gänsehaut am Ende von diesem Buch. Schon alleine von diesen gesellschaftlichen Themen, dass diese Frau halt eine ist, die im Mai 2023, habe ich mal wieder für meine Verhältnisse richtig viel gelesen. 5 Bücher insgesamt. 1 davon habe ich schon vorgestellt, war eine Einzelbuchvorstellung. Den Link dazu findet ihr mal hier oder da. Ich weiß gerade nicht genau wo. Und über den Rest spreche ich heute in diesem Video. Viel Spaß! Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich lade hier auf diesem Kanal alles rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Momentan lade ich auch sehr viel wieder auf Instagram hoch, wo ich quasi sage, ich mache immer, wenn ich mit einem Buch fertig bin, ein kurzes Reel, gerade mal so eine Minute, so der erste Eindruck von dem Buch, ganz kurz, und sage dann immer, ausführlich rede ich in den Lesemonaten darüber. Das probiere ich jetzt mal aus. Wenn euch dieses Konzept von dieser Harmonie zwischen Instagram und YouTube begeistert und ihr das gut findet, dann folgt mir doch gerne auch mal auf Instagram. Würde ich mich auch drüber freuen. Und jetzt geht's erstmal los mit dem Video. Da ich ja, wie gesagt, über Michaela Castells Unsterblich nicht mehr reden muss, weil ich es ja schon getan habe, fange ich einfach direkt mit John Sauls Schule des Schreckens an. Und ja, in diesem Buch geht es um den 10-jährigen Josh McCallum, der ist hochbegabt und kommt auf eine Schule für Hochbegabte, weil er festgestellt hat, in dieser normalen Schule sozusagen, da wird er immer als Freak abgestempelt und die Leute, ja, sehen ihn eben als jemanden, der anders ist als alle, und so sieht er sich irgendwie selber auch und das taugt ihm einfach gar nicht, und deswegen geht er auf jetzt eine Schule, wo das genau eben nicht der Fall ist, weil er genau ist wie alle anderen auch. Er ist eben hochbegabt und alle anderen sind auch hochbegabt. Und ich muss sagen, das war erstmal schon eine ziemlich coole Atmosphäre, weil man eben direkt merkt, oh, diese Schule ist so cool. Das ist so, alle sind super nett und auch die Hausmutter sozusagen, das ist ein Internat, ist super nett und herzlich. Und man denkt direkt so, das ist so perfekt für ihn. Aber gleichzeitig habe ich mir eben auch gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, ob der Titel von dem Buch da irgendwas mit zu tun hatte mit diesem Gefühl, aber ich glaube, es war auch ganz viel so dieses, das ist irgendwie zu perfekt. Das ist zu perfekt. Und ja, so merkt man ziemlich schnell, dass da tatsächlich irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwelche Machenschaften im Hintergrund ablaufen. Und ich muss sagen, zum Beispiel hat es mir sehr gut gefallen, dass John Saul scheinbar auch hier sehr gut so Kinder zeichnen kann. Die Hauptfiguren sind alles Kinder. Und ich frage mich ein bisschen, ob das so generell so ein John Saul-Ding ist. Vielleicht aber auch generell so ein Grusel-Ding tatsächlich. Weil, also ich habe ja 2 Bücher von John Saul schon gelesen. Das waren einmal Nathaniel und Schatten der Nacht. Und in beiden waren auch Kinder bzw. Jugendliche die Hauptfiguren. Und ich frage mich, ob das vielleicht so ein bisschen bei Grusel auch einfach ein leichtes Ziel sozusagen ist, da einfach Kinder zu nehmen, weil die eben so diese Fantasiereichen sind und die sich so Dinge einfach viel besser vorstellen können. Naja, zumindest scheint es irgendwie ein John Saul-Ding gewesen zu sein, und ich finde, der kann das auch gut. Also es kommt schon immer wieder so dieses Ding rüber, dass das einfach wirklich Kinder sind. Auf der anderen Seite merkt man schon auch, dass es halt hochbegabte Kinder sind, die schon also einfach auch Dinge sagen, wo man sich denkt, das wird jetzt eigentlich vielleicht eher von dem Erwachsenen kommen. Aber trotzdem merkt man, es sind Kinder, hochbegabte Kinder. Kinder, die nicht so denken wie andere Kinder, sondern eher wie Erwachsene, die aber trotzdem keine Erwachsenen deswegen sind, sondern immer noch Kinder. Versteht ihr, wie ich meine? So, das fand ich immer ganz cool. Ich könnte vielleicht noch ein bisschen sagen, so diesen psychologischen Aspekt, weil bei dem Buch fand ich ganz cool, es ging so viel um, wie denken Menschen. Wie funktioniert überhaupt menschliches Denken und wie funktioniert menschliche Intelligenz? So, es ging um künstliche Intelligenz tatsächlich, und wohlgemerkt, das Buch ist aus den 90ern, also nicht aus Zeiten von ChatGPT so und sowas. Tatsächlich war das ganz interessant, auch wenn man sagen muss, dass für jemanden, der sich jetzt für Psychologie interessiert oder vielleicht auch mal schon in der Ausbildung oder sonst wo ein bisschen was über Psychologie gehört hat, diese Dinge, die da aufgegriffen werden, jetzt gar nicht so groundbreaking sind. Das sind relative Basics. Also da wird vom Pavlovschen Hund irgendwie erzählt, der hier der Hund mit der Glocke und der dann direkt das Sabbern anfängt und solche Sachen, wo ich mir denke, dass, wenn man das alles noch nicht kennt, davon nie gehört hat, dann könnte das nochmal so richtig spannend sein, weil man nochmal viel psychologische Sachen erfährt. Aber ich kannte das, fand es trotzdem spannend, aber es war natürlich jetzt nicht mehr viel, viel Neues, muss ich sagen. Aber insgesamt kann ich nochmal, was die Atmosphäre angeht, sagen, es baut sich relativ langsam auf. Also
Man fragt sich lange so, hey, ich dachte, das ist ein Gruselbuch, es ist doch Horror, dachte ich, es ist doch Schauer, warum wird es denn jetzt nicht mal gruselig? Man muss sich so ein bisschen drauf einlassen. Man muss sich bewusst machen, Grusel ist nicht immer nur Horror und Splatter und es passieren schreckliche Dinge. So, Grusel ist auch manchmal einfach so ein bisschen dieses Unbewusste, so ganz leise, dezent im Hintergrund. Und wenn man sich darauf einlässt, sich das mal so bewusst macht, dann merkt man auch den Grusel, dass es so langsam aufgebaut ist, aber immer im Hintergrund ist dieses, da stimmt doch was nicht. Es kommt immer wieder dieser Aufzug vor, der irgendwo durch die Gemäuer fährt und Geräusche in der Nacht macht. Das ist natürlich gruselig und natürlich diese Machenschaften. Und dann kriegt man immer Sachen angedeutet, die vielleicht passieren, unerklärliche Dinge. Es geht um selbstmordende Kinder, was schon irgendwie einfach so schrecklich ist, aber gleichzeitig halt auch was Gruseliges hat. Und da ist schon Grusel dabei. Man muss sich nur drauf einlassen und darf nicht erwarten, dass das so mega der krasse Splatter, brutale Horror ist. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt so ein subtiler Horror, der sich langsam so aufbaut und am Ende, muss ich sagen, habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, Achtung, keine Sorge, ich spoiler jetzt nicht, dass vielleicht zu früh eine Auflösung kam für diese Thematik, um die es ganz viel ging. Aber die war nicht zu früh. Also zum Beispiel, ich weiß noch, als ich Der Outsider von Stephen King gelesen habe, da war meiner Meinung nach der Anfang super schön gruselig, schaurig und dann kam die Auflösung schon zur Hälfte vom Buch und die zweite Hälfte vom Buch war dann halt gar nicht mehr gruselig. Das war dann schon ziemlich blöd, muss ich sagen. Aber hier bei diesem Buch war das nicht so. Es war auch danach noch ein bisschen, also es war auf jeden Fall noch spannend danach. Es war nicht mehr ganz so gruselig, teilweise aber in manchen Aspekten auch umso gruseliger, weil man die Auflösung kannte. Wisst ihr wie? Also, da wurde was aufgelöst und man hat sich gedacht, so, what the fuck, Alter? Wenn mir das passieren würde, ach du Scheiße, ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach lieber sterben würde. Also, fand ich tatsächlich schon ein gutes Ende und ich muss sagen, ich hatte noch in Erinnerung von den ersten zwei John Saul-Büchern, Nathaniel und Schatten der Nacht, dass so das ganz abgeschlossene Ende von ihm dann meistens ein bisschen unbefriedigend ist, weil es eben nicht abgeschlossen ist. Aber hier war das ein bisschen besser, muss ich sagen. Man hatte so ein bisschen fast das Gefühl, okay, jetzt ist es abgeschlossen und es ist gut so. Und dann kam noch mal so ein Plot-Twist, möchte man fast sagen, der das Ganze noch mal so, also quasi so, es ging immer wieder runter, immer weiter runter, immer weiter runter, abgeschlossen, abgeschlossen und dann wieder so und dann war Schluss. So. Aber nicht so im Sinne von, da kommt eine Fortsetzung, sondern es ist einfach nicht abgeschlossen. Und ich glaube, ich habe da viel drüber nachgedacht, ich glaube, dass das gerade bei Gruselliteratur vielleicht auch ganz genau richtig so ist. Also es gibt ja viele Leute, die offene Enden gar nicht leiden können. Und ich bin so irgendwo dazwischen, glaube ich, weil ich mag offene Enden an sich schon ganz gerne. Es gibt natürlich Bücher, wo ein offenes Ende total beschissen wäre. Also ein Krimi oder sowas oder ein Thriller ist vielleicht nicht so das geeignete Genre für offene Enden. Aber Grusel ist vielleicht genau das Richtige, weil Grusel entsteht durch Nichtwissen. Und am Ende wird vielleicht nochmal was angedeutet, aber nicht aufgeklärt. Das ist so perfekt. Ich hatte Gänsehaut am Ende von diesem Buch. Und ich glaube, dabei belasse ich es bei diesem Buch. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Langsame, aufbauende Atmosphäre, gut gezeichnete Charaktere, jetzt nicht allzu tiefgehend, aber gut gezeichnete Kinder. Es baut sich von der Spannung her immer weiter auf. So, es ist so dieser leichte, subtile Grusel immer mehr, der immer mehr wird. Und am Ende wird es schon sehr spannend und auch gruselig, muss ich sagen. Und es hat ein echt gutes Ende. Und von daher, jetzt wisst ihr alles, was ihr in meinen Augen wissen müsst. Ihr wisst alles, was ich empfunden habe zu diesem Buch. Und jetzt schauen wir zum nächsten Buch. Mein nächstes Buch im Mai war ein Buch eines Genres, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass ich sowas nochmal lesen werde. Tatsächlich ist es der Thriller des Jahres und ich meine jetzt gar nicht mit Genre, dass ich nie wieder lesen wollte, Thriller, sondern Krimi, weil ja, es ist ein Thriller, aber das ist ja von den Genrebezeichnungen sowieso immer ein bisschen schwammig, muss ich sagen. Also Krimis können ganz schnell auch mal Thriller sein und Thriller sind auch oft so Krimis. Und was definiert es genau? Was ich jetzt bei Krimis eigentlich immer nicht so mochte, was für mich so ein Krimi definiert, ist halt so diese Ermittlungsarbeit, so dass man da Polizisten oder so Ermittler halt im Vordergrund hat, die einen Fall lösen und dann hat man ganz viel so diese Rätselarbeit, diese Ermittlungsarbeit. Und das
ist das, was mir halt oft nicht so getaugt hat. Und Thriller sind in meiner Sicht öfters mal diese, ja, so, wo halt dann irgendwelche normalen Personen stehen und Ermittlungsarbeit ist gar nicht so dieses Ding, sondern man wird halt einfach nur von einer krassen Situation in die nächste geschmissen und es ist komisch und es ist spannend, thrilling, so. Und das hier ist halt irgendwie beides so. Es ist schon irgendwie ein Krimi, aber es ist auch das, was ich an Thrillern so gut mag. Also wir haben hier tatsächlich ein Ermittler-Duo bestehend aus einem, ja, erfahreneren Ermittler und einer neu eingestiegenen Ermittlerin. Und das ist schon allein von den Figuren her eine total coole Kombi, weil man halt hier einen Erfahrenen hat und eine neue Anfängerin, die sich aber als Frau eben beweisen möchte in dieser männerdominierten Berufswelt halt eigentlich. Und da ist genau die Stelle, wo ich sagen muss, das Buch ist auch brandaktuell, also wirklich so aktuell, schon alleine von diesen gesellschaftlichen Themen, dass diese Frau halt eine ist, die zum Beispiel sehr aufs Gendern achtet, wo sie sagt, das ist mir schon wichtig, und der Partner von ihr jetzt sozusagen ist halt einer, der das total nervig findet, so, ach komm, bleib mir gestohlen mit deinem scheiß Gender-Wahn, so, und die müssen aber halt trotzdem irgendwie zusammenarbeiten. Und das ist halt das, was total spannend ist. Und generell sind halt die Leute in diesen Büchern so unterschiedlich. Die einen zeigen diese Sachen auf und die anderen diese. Und das sind halt aktuelle Dinge, wie zum Beispiel das Gendern, aber halt auch diese generell Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Job, dass sie dann irgendwie da ist und dann stellt sich raus, dass ihr Onkel ihr da irgendwie reingeholfen hat in den Job, und dann wird direkt gesagt so, ach so, ja, dein Onkel, der hat dir da reingeholfen. Und sie sagt so, hey, wenn ich jetzt ein Mann wäre, dann würde niemand das sagen, dass ich diesen Job nur habe, weil mein Onkel hier eine wichtige Position hat oder so. Aber weil ich eine Frau bin, da wird halt gleich gesagt, ach so, dein Onkel ist in dieser Position, ja, dann hat der dir da doch safe geholfen. So. Also ich meine, solche Themen kommen ganz viel auf. Und auch Corona ist halt aktuell gerade. Dann ist da einer, der sagt, ja, sie können schon reinkommen, aber würde ich Ihnen nicht empfehlen, weil ich bin gerade Corona-positiv. So. Und man denkt sich so, what the freak oder so. Und noch aktueller, also so politisch auch gesehen, sind die Themen so aktuell. Und das sind alles nur so nebenbei Dinge, die aber dann dadurch auch irgendwie, also trotzdem so an Tiefe für gewinnen. Und ja, ich habe jetzt noch bis jetzt erstmal so über dieses Grundsetting, die Grundatmosphäre gesprochen und noch gar nicht über den Fall an sich. Es geht darum, dass eine tote Frau gefunden wird auf einer Ladefläche von einem Kleinlaster direkt an der Berliner Siegessäule. Und ja, sie hat mit irgendwie draufgeschrieben auf ihren Körper die Privatadresse vom Bundeskanzler. Und direkt kommt natürlich der Bundeskanzler hier in irgendwie, man fragt sich, was hat der damit zu tun? Und wir lernen den auch kennen und ganz viele andere Figuren, die da irgendwie mit dem zusammen zu tun haben und in der Vergangenheit mit dem vielleicht zu tun hatten. Und das ist auch das, was für mich nochmal so cool war, dass man hier nicht einfach nur einen Thriller hat, der jetzt spielt und jetzt spannend ist, oder einen Krimi, der nur jetzt spielt und jetzt spannend ist. Man lernt total viel über die Figuren und deren Zusammenhänge kennen. Man hat hier den Arthur, das ist eben der eine Ermittler, und die Frau vom Bundeskanzler, die möglicherweise irgendwie was miteinander zu tun haben, und ganz viele andere Leute, und hat immer wieder Flashbacks in die Vergangenheit von Arthur. Und das fand ich super gut, und es hat irgendwie so eine Liebesgeschichte auch noch mittendrin in diesem Buch. Tatsächlich würde ich fast sagen, das ist einfach so ein cooles Buch. Erstens, weil es brandaktuell ist, die Themen, die politischen Themen, die da vorkommen, sind super aktuell, die gesellschaftlichen Themen sind super aktuell und die Figuren sind super aktuell. Und wenn ich schon von den Figuren spreche, die Figuren sind eben super, weil sie so konträr zueinander sind und irgendwie doch zusammenspielen und zusammen agieren müssen, und weil sie irgendwie auch eben eine Tiefe kriegen. Das ist alles so, so cool irgendwie, dass dann fast dieser Fall, der dem Ganzen so einen Rahmen sozusagen gibt, wovon es handeln soll halt, dieser Fall mit der Leiche, mehreren Leichen und dem Bundeskanzler, dass das schon fast in den Hintergrund gerät, obwohl es eigentlich gar nicht im Hintergrund ist. Eigentlich ist das nicht, wie man es vielleicht von Stephen King
so kennt, dass der Fall, dass die Story im Hintergrund ist. Die Story ist schon im Vordergrund und alles, was ich gerade genannt habe, eher im Hintergrund. Und trotzdem beschäftigt mich oder was das, was bei mir mehr hängen geblieben ist, was mich jetzt im Nachhinein noch so beschäftigt, halt eigentlich so diese gesellschaftlichen, die politischen Themen, die Figuren, die so zusammenclashen und irgendwie doch zusammen agieren müssen. Das ist das, was eigentlich dieses Buch so mega genial in meinen Augen macht. Aber macht euch gerne selbst eine Meinung. Jetzt schauen wir erstmal zum nächsten Buch. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist kein Roman, nichts Fiktives, sondern tatsächlich was Reales. Es ist eine Biografie, die Autobiografie von Tom Felton, dem Schauspieler von Draco Malfoy in den Harry Potter-Filmen. Und ja, ich habe dieses Buch halt zufällig im Hugendubel gesehen und war so, ach, naja. Ja, was kann das schon großartig sein, aber ich muss es ja irgendwie lesen. Ich als großer Harry Potter-Fan, ich muss es ja wohl lesen. Hab mir aber tatsächlich nicht wirklich viel erwartet. Ich habe so, tatsächlich, was ich erwartet habe, ist so, hey, einfach ganz viel so Selbstdarstellung und ja, irgendwie nichts Besonderes. Aber tatsächlich war es viel mehr als das. Und das hat mir nicht irgendwie Emma Watson in ihrem Vorwort hier weiß gemacht mit Tom, du bist ein Dichter, die Art und Weise, wie du denkst und das in Worte fasst, ist wunderschön, charmant, witzig und warmherzig. Da habe ich nämlich noch gedacht, okay, pass auf, dass du nicht zu dick aufträgst hier und ich jetzt gleich enttäuscht werde. Sie hat ihn auch einfach als einen unfassbar krassen und tollen Typen beschrieben, hat beschrieben, wie unglaublich authentisch er ist und wie selbstlos und bodenständig und so. Und ich war wirklich ein bisschen so, komm, das finde ich jetzt wieder schon fast ein bisschen unsympathisch, dass da jetzt irgendwie in seiner Autobiografie vorne ein Vorwort ist von wem anders, die ihn jetzt so in den Himmel preist. So. Und ich mir das auch nicht vorstellen konnte, dass die da so über ihn Lobpreisungen singt, gefühlt. Aber tja, was ich damit anfangen soll, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die sind halt scheinbar beste Freunde geworden, Emma Watson und Tom Felton. Und finden sich ziemlich cool so. Und sie findet ihn scheinbar auch ziemlich cool so. Aber das, was ich halt so cool fand an diesem Buch, ist ja nicht die Person Tom Felton, dass er jetzt irgendwie so ein bodenständiger Typ ist oder so, sondern wie er halt einfach beschreibt von diesem Alltag am Set von Harry Potter. Wie er darüber schreibt, dass er einfach als ein 11-Jähriger, nee, ich weiß jetzt nicht, wie alt er genau war, 12 oder so war er, glaube ich, sogar. Als 12-jähriger Junge kam er an dieses Set von Harry Potter und dieses Set hat sein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Und er schreibt darüber, wie abgefahren das war, als man plötzlich checkt, krass, das Ding geht wirklich durch die Decke. Er schreibt davon, wie er plötzlich in der Zeitung gesehen hat, oh, das Trio steht fest, die Hauptdarsteller sind Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und er wusste in diesem Moment, diese Kinder werden nie wieder einen einzigen normalen Tag erleben. Und das fand ich auch so beeindruckend, wie er über diese Menschen schreibt, die er da kennengelernt hat. Er hat ja mit anderen Kindern geschrieben und hat über die geschrieben, wie es war, mit denen zu arbeiten, aber auch mit sehr alteingesessenen und hoch angesehenen Schauspielern und Schauspielerinnen wie Maggie Smith, Alan Rickman und so weiter, auch über die schreibt er und welchen Einfluss die auf ihn hatten. Und er schreibt generell so ein bisschen über dieses Filmbiss, dieses Showbiss, wie läuft es ab und was passiert da? Und das macht das Ganze irgendwie auf der einen Seite beeindruckender, wie so ein Filmset tatsächlich abläuft, auf der anderen Seite auch nahbarer und menschlicher, weil man merkt, hey, das sind halt wirklich einfach Menschen, die da arbeiten. Und hat dann irgendwie geschrieben, wie beeindruckend er die Arbeit von Chris Columbus fand, der Regisseur von den ersten beiden Filmen. Und dann irgendwie so, das, was er da gemacht hat, das ist das, was für mich einen großen Regisseur ausmacht, wo ich sage, krass, das wirkt wirklich beeindruckend und gibt noch mal so viel mehr Tiefe in das, was man eigentlich für ein Bild von so einem Regisseur hatte. So, ich hatte da nicht wirklich ein großes Bild. So, ja, das ist halt der Typ, der Dinge ruft wie, hey, ich will da mehr Emotionen sehen und mach das noch mal so und so. Aber das ist so viel mehr. Da muss so viel mehr Einblick in die Psyche haben, in die Figuren und in generell in die Hintergründe der Geschichte und so weiter. Das fand ich alles irgendwie sehr, sehr spannend einfach zu lesen. Auch so Schauspielerisches, was Tom Felton eben beschrieben hat, das ist natürlich für mich spannend, weil ich selber schauspielerisch
mich versuchen will, ein bisschen zu entwickeln. Ich habe ja letztens mal bei so einem Laientheater mitgespielt und will das auch fortsetzen. Ich habe gemerkt, dass das für mich ein sehr großes Hobby ist und ich glaube, deswegen ist es auch sowas, was mich so sehr fasziniert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, gar nicht unbedingt deswegen, weil ich so ein Harry Potter Fanboy bin und alles, wo Harry Potter irgendwie draufsteht, muss ich halt lesen. So aus dieser Sicht fand ich es gar nicht so ultra wichtig, das zu lesen. Aber wenn man halt daran interessiert ist, einfach mal so eine Sicht von jemandem zu sehen, der als Kind zu so einem Star aufgewachsen ist und der jetzt davon schreibt, wie das eben abläuft, so ein Set, das halt diese riesen Filme rausbringt und wie Schauspieler einen beeinflussen können, wie man als Schauspieler wächst, wie eben die Produktion von Filmen abläuft, wie Film generell als Geschichte funktioniert, als Storytelling-Mittel und so, dann ist das alles irgendwie schon sehr spannend. Das Buch kann ich also für alle empfehlen, die genau das auch interessiert wie mich, so dieses Showbiz, Schauspielerei und naja, irgendwie auch so ein bisschen dieses, was macht das mit der Psyche von einem Menschen, dass man als 12-Jähriger an so einem Set anfängt und als Anfang 20-Jähriger eben aufhört und man selbst und auch die anderen sogar noch viel mehr, sind halt wirklich krasse Weltstars und so. Und was macht es mit einem, mit der Psyche auch? Und auch aus der Sicht, ich hatte wirklich mehrmals Gänsehaut und teilweise auch Tränen in den Augen, weil es halt einfach, naja, wie es hier vorne steht, vom Fluch und vom Segen erzählt. Und deswegen, naja, kann ich es eigentlich echt empfehlen. Und zum Schluss haben wir noch Elternabend von Sebastian Fitzek. Das ist ja auch ein gerade sehr aktuelles Buch und das erzählt eine kein Thriller-Geschichte von einem Mann und einer Frau, die sich sehr zufällig begegnen. Das hört sich jetzt natürlich erstmal nach dem anderen kein Thriller von Sebastian Fitzek an, wo auch ein Mann und eine Frau sich zufälligerweise begegnet sind. Hier in diesem Fall ist es so, dass die zwei beide vor der Polizei flüchten, aber aus unterschiedlichen Gründen. Und auf dieser Flucht geraten sie zufälligerweise weniger freiwillig auf den Elternabend einer fünften Klasse. Und dabei haben sie beide kein Kind, aber die Eltern dort denken, sie sind das Ehepaar, die Eltern von einem Jungen, dessen Eltern sich eben noch nie auf einem Elternabend gezeigt haben. Und zu allem Übel ist dieser Junge auch noch der Rüpel der Klasse. Und auf diesem Elternabend soll es hauptsächlich um sein Verhalten gehen. Und die beiden kennen den Jungen ja nicht mal. Und jetzt sollen sie seine Eltern spielen. What the freak? Ich muss sagen, ich fand den überraschend unterhaltsam. Also der erste Kein Thriller von Sebastian Fitzek war ja noch so ein bisschen pseudophilosophisch dahergekommen. So. Also ich will es jetzt nicht runterspielen, ich fand es schon ganz interessant und ganz, ganz spannend schon auch zu lesen so damals, aber es war ein bisschen auch so, ein bisschen drüber finde ich auch. Aber hier, es war einfach unterhaltsam, es war lustig und es hat Spaß gemacht, es zu lesen. Und tatsächlich, nicht nur das, am Ende hat es nochmal eine Tiefe gekriegt. Und auch das, finde ich, ist schon was, was Sebastian Fitzek scheinbar ziemlich gut kann, was er bisher schon mit seinem Lebensratgeber geschrieben, gezeigt hat, Fische, die auf Bäume klettern können und halt auch ein bisschen mit Der erste, letzte Tag. Und hier zeigt das halt wieder. Und ich finde, hier hat er es bis jetzt am besten gemacht, weil er eben dieses tiefgründige, schon auch leicht psychologische und philosophische Thema nicht völlig übertrieben und überzogen dargestellt hat, nach dem Motto so, hey, ich habe dieses Thema und ich will das rüberbringen irgendwie und deswegen denke ich mir drumherum eine Geschichte aus. Nein, hier wirkt es viel mehr so, als hätte er eben diese Geschichte gehabt, diese absurde Idee, hey, da sind zwei Leute, die fliehen vor der Polizei und geraten da zufällig auf den Elternabend, wo sie das Kind halt nicht mal kennen. Und dadurch hat sich dann sozusagen dieses Thema, was da auch noch mit reinspielt am Ende, mitergeben, wisst ihr, wie ich meine? Und das wirkte jetzt hier viel authentischer als in allen anderen Geschichten von ihm. Witzigerweise kann ich noch sagen, dass ich am Anfang eben gelesen habe, da hat er am Anfang Mark Twain zitiert, der anscheinend gesagt hat, die verborgene Quelle des Humors ist nicht Freude, sondern Kummer. Und ich habe da am Anfang gedacht, oh Gott, jetzt hör mir auf mit sowas. Das schreibst du doch jetzt nur rein, damit man jetzt irgendwie das Gefühl hat, dein Buch hat irgendeinen Sinn und irgendeinen Nutzen und wäre vielleicht sogar Literatur und nicht irgendwas Sinnloses, so dahergeschriebenes, so. Aber ich kann es nachvollziehen mittlerweile. Dieses Buch lässt total die Grenzen zwischen Humor und Kummer verschwimmen und
das hat Spaß gemacht, weil ich noch am Anfang so gedacht habe, naja, ist es echt so, also das klingt so pseudophilosophisch, die verborgene Quelle des Humors ist Kummer. So, das klingt so pseudophilosophisch, finde ich. Aber ich kann es nachvollziehen mittlerweile. Da ist wirklich wenig Platz dazwischen, zwischen Humor und Kummer. Und das hat dieses Buch gezeigt. Und so gesehen hat dieses Buch tatsächlich eine Tiefe und mir etwas übers Leben gelehrt. Und das mit dem Deckmantel von Unterhaltung, seichter, leichter Unterhaltung und eben Humor und Komik. Und das ist schon irgendwie ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Also tatsächlich kann ich insgesamt sagen, das Buch kann ich wirklich empfehlen. Sogar auch für Leute, die den ersten Kein Thriller von Sebastian Fitzek nicht mochten. Auch wenn ich nicht versprechen kann, dass ihr den jetzt dann mögt. Aber die Chance besteht immerhin, meiner Einschätzung nach. Und jetzt komme ich noch zu dem letzten Buch, über das ich sprechen möchte. Ja, das letzte Buch, über das ich sprechen möchte, ist eins, was ich gerade erst tatsächlich angefangen habe. Es ist Die Scherben der Erde von Adrian Tschaikowski. Und es ist ein Science-Fiction-Roman. Ich kenne bisher von ihm nichts und tatsächlich bin ich auch relativ neu im Science-Fiction-Biz. aber ich habe das im Hugendubel letztens gesehen und habe mir gedacht, so Science-Fiction könnte ich ja mal schauen, ob ich da ein bisschen reinfinde. Das klingt auf jeden Fall ganz spannend. Das handelt sozusagen von einer Dystopie, in der eine sehr, ja, noch unbekannte Alienart, oder ich weiß nicht, ob man es Alienart sagen kann, das sind die sogenannten Architekten und die sind irgendwo aus den Untiefen des Universums aufgetaucht und einer davon ist größer als unser Mond und die gestalten Planeten um, also formen die irgendwie um, so heißt es. Und die haben halt irgendwann die Erde angegriffen und sie in eine riesige Blume verwandelt, so wird es beschrieben, weil das dann das Ganze so ausschaut, so dass quasi nur sehr wenige Menschen überlebt haben, weil die vorher schon sich vorbereiten konnten und ins Weltall fliegen konnten und so wurden ganz viele Kolonien aufgebaut, aber auch neue Spezies gefunden. So, das ist alles noch vor der Handlung von diesem Buch hier passiert. Das wird alles noch erzählt so und der Krieg mit den Architekten, der war dann irgendwann beendet und jetzt viele, viele Jahre später stellt einer fest: Oh mein Gott, ich habe hier was gefunden. Fuck, ich glaube, die Architekten könnten zurück sein. Und ja, ich muss sagen, ich finde, das klingt so ultra spannend und als wäre könnte so was ultra Cooles sein. Und viele von den Stellen da drin haben mir auch schon super gut gefallen, weil es einfach noch so mysteriös ist. Man weiß so wenig über die Meine Fresse. So wenig über die Architekten und generell über die Lage und so dieses Mystische tatsächlich. Das ist so ein bisschen wie dieses Star Wars-Ding, das damals Episode 4 erschienen ist und von einer großen Geschichte erzählt hat, die man als Zuschauer aber noch gar nicht kannte und halt sozusagen daran angeknüpft hat, ohne dass es diese ersten Teile sozusagen gab. Und hier ist es halt auch wieder so. Es wird von was Großem erzählt, so, aber das hier ist. Deswegen habe ich mich am Anfang gefragt, ob das eine Fortsetzung ist. Aber ist es aber nicht. Es ist der Auftakt der Architektentrilogie. Und es wirkt schon, wie das hier hinten drauf steht, auch episch, beeindruckend und intelligent. Aber ich schwanke immer noch hin und her, ob ich es weiterlesen soll, weil es eben so ultra spannend klingt und ich es eigentlich. Ich finde, es sich so anhört, als könnte es super gut für mich auch passen und mir gefallen, aber gleichzeitig auch ein bisschen vielleicht zu heavy für mich ist, so vom, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht ist es mir einfach zu ausschweifend, das ist so zu theoretisch vielleicht auch viel. Vielleicht ist das nur so dieser Anfang, weil jetzt sehr viel Theoretisches sozusagen erzählt werden musste. Ich bin jetzt gerade erst an der Stelle sozusagen, also auf Seite 130, gerade erst an der Stelle, wo sozusagen dieses Anzeichen entdeckt wurde, dass eventuell die Architekten zurück sein könnten. Aber es ist natürlich auch so eine Welt sozusagen. Also nicht nur eine Welt, es ist ja ein Universum und hier also es ist ultra viel Worldbuilding, weil man einfach ultra viele Spezies hat, man hat ultra viele so Organisationen und Dinge, die erstmal erklärt werden müssen. Man hat hinten sogar ein kleines Glossar, wo nochmal Begriffe erklärt werden oder Hauptfiguren und Nebenfiguren vorgestellt werden. Es gibt eine Chronik des Universums, der Architekten sozusagen. Das heißt, es ist schon Potenzial für sehr viel Theorie und Erklärungszeug.
Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt eben durch das ganze Buch durchzieht oder ob das jetzt mehr so am Anfang ist und dann wird es besser. Ich hoffe, es wird noch besser. Ich werde es auf jeden Fall noch weiter versuchen. Aber es könnte auch sein, dass sich dann irgendwann rausstellt, dass es für mich einfach zu viel Erklärung, zu viel Theorie ist. Das wäre sehr schade, weil es klingt ultra episch und ultra mystisch auch und ultra spannend eigentlich. Von daher, ich hoffe das Beste und ich halte euch dann auf dem Laufenden. Sowohl auf Instagram, da werdet ihr es schneller erfahren, ob ich es weitergelesen habe, oder eben dann hier im Lesemonat Juni. Ich denke mal, bis dahin werde ich es ausgelesen haben. Und jetzt hoffe ich erstmal, es hat euch gefallen. Das Video war jetzt doch recht länger, aber ich habe mir öfters mal sagen lassen, dass ja längere Videos auch gut sein können. Man muss es ja nicht am Stück schauen und so. Ich probiere das jetzt mit den Lesemonaten einfach nochmal aus. Das ist halt auch irgendwie was, finde ich. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und was ihr von den Büchern haltet und sonstigen Senf, den ihr von euch zu geben habt. Und jetzt, glaube ich, schaue ich erstmal wieder nach draußen auf den Balkon. Es ist nämlich super schönes Wetter. Es ist endlich Sommer und ich wünsche euch alles Gute. Haut rein und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.